persönliche Daten von Dritten, von Geheimdiensten erfasst, ausgelesen, verwendet werden, ist etwas, das wir in vielen anderen Bereichen schon können und kennen. Nahezu 77% der Verbraucherinnen und Verbraucher in Deutschland surfen mittlerweile täglich im Netz. Bei den unter 44-Jährigen sind es schon 100%. Wir hinterlassen Daten, wir hinterlassen Spuren, und aus unseren Daten werden Profile erstellt. Profile nicht nur aus den Suchergebnissen, die wir in Suchmaschinen hinterlassen, Profile auch aus sozialen Netzwerken. Und diese Profile können manchmal zu durchaus komfortablen Dingen genutzt werden, wie einer vielleicht passgenauen Werbung. Aber sie werden auch benutzt, um unsere Bonität zu bewerten, um unsere Kreditwürdigkeit zu überprüfen. Das heißt, Datenschutz ist für Verbraucher zu einem existenziellen Thema geworden. Und deswegen drängen wir natürlich auch in der kommenden Legislaturperiode darauf, dass die Bundesregierung sich energisch um den Datenschutz kümmert, um den Schutz unseres Grundrechts auf informationelle Selbstbestimmung. Denn damit ist es leider nicht weit her. Wer online ist, hat seinen virtuellen Wohnsitz schon lange ins Ausland verlegt. Nur 54% der Server der populärsten Webseiten in Deutschland gehören deutschen Unternehmen. Ein großer Teil der Server, auf denen unsere Verbraucherdaten sind, liegen in den USA. Auf den Servern von US-Unternehmen liegen 4 der 5 populärsten Suchmaschinen. Alleine Google hat in Deutschland bei den Suchmaschinen einen Marktanteil von über 95%. 3 der 7 populärsten E-Mail-Dienste speichern, sammeln und werten unsere Daten auf US-Servern aus. Und deswegen ist es so wichtig, dass aus der Ausspähaffäre von Frau Merkel die richtigen politischen Schlüsse gezogen werden. Denn es geht nicht nur darum, dass in Deutschland unser Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung gesichert wird. Es geht auch darum, dass die Kanzlerin sich dafür einsetzt, dass da, wo unsere Daten heute liegen, ebenfalls diese Grundrechte gesichert werden. Und das zentrale Vorhaben einer neuen Regierung muss es sein, dass das europäische Grundgesetz des Datenschutzes, die EU-Verordnung, die in Vorbereitung ist, dass die noch in dieser Legislaturperiode des Europäischen Parlaments verabschiedet wird. Frau Merkel muss jetzt zupacken und nicht weiter zaudern. Sie muss dafür sorgen, dass ihr Innenminister die grundlegenden Verbraucherrechte, die in dieser EU-Datenschutzgrundverordnung festgeschrieben sind, auch realisiert und unterstützt. Worum geht es bei dem, was in Brüssel verhandelt wird? Es geht darum, dass Unternehmen, die auf dem europäischen Markt agieren, die Rechte, die in Europa gelten, einhalten müssen. Es geht darum, dass Daten erst dann erhoben und verarbeitet werden dürfen, wenn Verbraucherinnen und Verbraucher zugestimmt haben. Es geht darum, dass Nutzern und Verbraucherinnen und Verbrauchern klar ist, welche Daten von ihnen abgefragt werden und sie verstehen, was mit diesen Daten geschieht. Es geht darum, dass man gegen Verstöße gegen Datenschutzrecht wirksame Sanktionen verfügt. Datenklau und Ausspähung sind heute international Kavaliersdelikte. Die werden nicht bestraft. Umso wichtiger ist es, dass die Forderung der EU, hier mit wirklich harten Strafen vorzugehen, auch umgesetzt wird. Und es geht darum, dass Datenschutzbehörden, Verbraucherorganisationen die Rechte der Verbraucherinnen und Verbraucher auch kollektiv wahrnehmen. Nicht jeder von uns ist in der Lage, gegen einen Internetgiganten wie Facebook alleine rechtlich vorzugehen. Deswegen braucht es auch die Unterstützung durch solche Organisationen. Und deswegen ist für mich der Lackmustest der Großen Koalition nicht, ob es einen NSA-Untersuchungsausschuss gibt. Der mag feststellen, was an welchen Stellen falsch gelaufen ist. Das ist durchaus legitim. Aber entscheidend ist, dass sich die Große Koalition für den Schutz der Daten in Europa einsetzt und Frau Merkel die übrigen Regierungen in der EU mit überzeugt, aber auch mit dazu bewegt, dass diese EU-Datenschutzgrundverordnung noch im Anfang nächsten Jahres verabschiedet wird. Das ist der entscheidende Baustein. Das ist der wichtigste Schritt, damit wir in Europa Rechtsklarheit, Rechtssicherheit bekommen, damit Verbraucher Vertrauen gewinnen in digitale Produkte und digitale Dienstleistungen. Denn dieses Vertrauen hat in den letzten Wochen und Monaten stark gelitten.
Wie sollen wir denn einer Firma wie Microsoft oder Facebook vertrauen, wenn wir sehen, dass die US-Regierung anscheinend kein tiefes Bewusstsein von der Bedeutung des Schutzes persönlicher Daten hat? Und wir wissen, dass auch diese Firmen gezwungen oder freiwillig Daten von Verbraucherinnen und Verbrauchern aus Deutschland herausrücken für Zwecke, die wir missbilligen. Das von meiner Seite als erster Auftrag für Frau Merkel und die Große Koalition. Vielen Dank, Herr Billen. Herr Schaar, Sie haben das Wort. Ja, vielen Dank. Ich kann da lückenlos anknüpfen. Wir sind derzeit in einer einmaligen Situation, nicht nur was unsere Kenntnisse über die staatliche Überwachung auf globaler Ebene anbelangt, sondern auch, was die Chancen anbetrifft, für einen verbesserten Datenschutz. Die Berichterstattung über die globale Internet- und Mobilfunküberwachung hat ein Bewusstsein geschaffen, nicht nur bei uns, sondern überall auf der Welt, in unterschiedlichem Maße zwar, aber ich denke durchaus, dass es sich hier nicht nur um ein europäisches Phänomen handelt, sondern auch durchaus um ein weltweites Phänomen, dass viele Menschen sich hier beginnen, Gedanken zu machen. Auch solche Menschen, die Entscheidungsmacht haben, die, weil sie Staaten repräsentieren, weil sie in Parlamenten sitzen, auch hier etwas bewegen können. Und die europäische Datenschutzreform, Herr Billen hat das angesprochen, ist von ganz großer Bedeutung, auch in diesem Zusammenhang. Wir wissen ja, dass Google, dass Facebook, dass Apple, dass alle amerikanischen Unternehmen dazu verpflichtet sind, nach US-Recht sehr weitgehend mit den US-Nachrichtendiensten, mit der NSA speziell, auch zu kooperieren und dabei auch in großem Umfang Daten preiszugeben. In diesem Zusammenhang steht es dann eben auch zu fragen, was dürfen Apple, was dürfen Google, was dürfen Facebook Server speichern, nach welchen Gesichtspunkten werden Daten übermittelt, wie werden sie verarbeitet, wie werden sie weitergegeben. Das ist ein Punkt, mit dem sich auch diese Datenschutzgrundverordnung auseinandersetzen soll und will. Das Europäische Parlament hat hierzu eine, finde ich, ziemlich gute Vorlage geliefert, als es in der letzten Woche eine Entschließung zur Datenschutzgrundverordnung verabschiedet hat. Jetzt liegt der Ball beim Rat der Regierungschefs. Nun vernehme ich, dass der Rat, der sich auch mit dieser Frage in der letzten Woche beschäftigt hat, nicht etwa den Eindruck vermittelt, dass man diese Chance wirklich nutzen will, sondern dass man sagt, wir wollen diese Grundverordnung nicht im kommenden Jahr, sondern möglicherweise erst 2015. Dabei muss man allerdings wissen, dass das Europäische Parlament zwischendurch gewählt wird, dass wir eine neue Europäische Kommission bekommen werden. Und genauso wie bei einem Regierungswechsel bei uns ist überhaupt nicht sicher, dass diejenigen, die dann die Verantwortung tragen, noch einmal beginnen werden mit einem so ambitionierten Reformvorhaben. Wer dieses Reformvorhaben verzögert, gefährdet es in unverantwortlicher Weise. Deshalb appelliere ich an die Verantwortlichen, auch in der Bundesregierung, dieses Vorhaben voranzubringen, und zwar möglichst zügig und nicht abzuwarten, nicht zuzuwarten, bis diese Chance vergangen ist. Aber auch auf nationaler Ebene besteht Handlungsbedarf. Wir können nicht warten, bis sämtliche Datenschutzregeln in Europa auch global verändert worden sind. Bestimmte Bereiche sollen ja auch durch die europäischen Datenschutzregeln überhaupt nicht normiert werden. Dazu gehört zum Beispiel der Umgang mit Gesundheitsdaten, dazu gehört der Umgang mit Daten, die über Beschäftigte im Arbeitsverhältnis gesammelt werden. Da gibt es ausdrückliche Regelungssachverhalte, die dem nationalen Recht zugänglich sind. Und da sehe ich auch einen Handlungsbedarf. Da erwarte ich von der neuen Koalition auch sehr konkrete Verabredungen darüber, wie man diese Daten effektiver, wie man sie besser schützen kann. Einen Bereich möchte ich hier auch nicht ausklammern. Das ist die Frage, wie soll es weitergehen mit der Vorratsdatenspeicherung? Wie ich höre, sind diejenigen, die jetzt hier in Berlin über eine neue Koalition verhandeln, ja grundsätzlich für die Vorratsdatenspeicherung. Ich appelliere hier an alle, sich das noch mal sehr genau zu überlegen. Die Vorratsdatenspeicherung ist zwar nicht gleichzusetzen mit dem, was die amerikanischen Nachrichtendienste machen,
Aber der Ansatz ist doch sehr ähnlich, dass man eben anlasslos, also nicht gegen konkrete Personen gerichtet, Daten sammelt, und zwar über den gesamten Telekommunikationsverkehr, dass hierbei sogenannte Metadaten, in Europa sagt man Verkehrsdaten, aufgezeichnet werden und dass diese Daten dann ausgewertet werden im Sinne der Kriminalitätsbekämpfung und der Gefahrenabwehr. Ich muss sagen, dieser Ansatz würde die Glaubwürdigkeit auch Europas in der Diskussion, in der globalen Diskussion schwächen. Und Deutschland ist von sehr großer Bedeutung für den Fortgang dieser Debatte. Die Europäische Kommission hat ja ihren Evaluationsbericht zur Vorratsdatenspeicherung bis heute nicht vorgelegt. Bis heute wissen wir nicht, wie sich diese Vorratsdatenspeicherung, die ja in vielen europäischen Staaten praktiziert wird, wirklich auswirkt. Da müsste es doch irgendwelche Ergebnisse geben. Da müsste man doch nachweisen können, dass das gewirkt hat oder dass es bei uns viel schlechter läuft als beispielsweise in Italien. Ich kenne solche Nachweise nicht. Ich glaube, da hat man sich auch nicht so große Mühe gemacht. Wer die Grundrechte einschränken will, der ist nachweispflichtig. Das gilt nach wie vor. Das gilt auch für die Vorratsdatenspeicherung. Und ich hoffe, dass das auch in den Koalitionsverhandlungen berücksichtigt wird. Vielen Dank, Herr Schaar. Kommen wir zu den Fragen, liebe Kollegen. Frau Schröder ist die Erste. Moment. Inwieweit ist denn aus Ihrer Sicht ein nationaler Datenschutz, besonders im Internetverkehr, sinnvoll, wenn die Daten einfach ja sowieso grundsätzlich um die Welt, meistens um die Welt geschickt werden und dort an irgendwelchen Überseekabeln oder dergleichen abgegriffen werden können? Noch eine Frage an Herrn Schaar zu den Daten von den Gesundheitsdaten. Wo sehen Sie da konkret Gefährdungspotenziale? Weil so in Bezug auf diese Gesundheitskarte hatten Sie sich ja bisher immer nicht so skeptisch geäußert. Sie können einfach, Ihre Mikrofone sind offen, Sie können auch selber einschätzen am besten, wer auf die Fragen jeweils antworten möchte. Genau. Also ein rein nationaler Datenschutz mit isolierten Maßnahmen, der hilft, glaube ich, in dieser globalen Welt nicht weiter. Es ist aber was ganz anderes, wenn Europa als ein Wirtschaftsraum mit über 500 Millionen Bürgerinnen und Bürgern Regeln aufstellt, weil Europa auch durchsetzen kann, dass die Regeln eingehalten werden. Auf nationaler Ebene gibt es dennoch eine ganze Menge Möglichkeiten, den Datenschutz zu verbessern. Das fängt schon an bei einer besseren Ausstattung der Datenschutzbehörden, damit überprüft werden kann, ob Unternehmen ihre Datenschutzanforderungen tatsächlich einhalten. Es geht weiter darüber, dass man auch guckt, was ist an Informationen der Verbraucher und Verbraucher zu verbessern, damit jeder seine Entscheidung darüber treffen kann, welche Daten will er rausgeben oder will er nicht rausgeben. Aber ich glaube, der entscheidende Raum ist hier die Europäische Union. Und ich bin auch nicht so resignativ zu sagen, weil alles um die Welt läuft, kann man nichts machen. Deswegen wäre es gerade gut für Europa beispielsweise viel mehr zu investieren in Datenschutzforschung. Wie kann man es denn einfacher machen, dass ich meine persönlichen Daten schütze? Vielleicht braucht es auch mehr Investitionen in eigene Infrastrukturen. Wenn sich zeigt, dass bestimmte Unternehmen unsere Spielregeln, unsere Werte nicht einhalten und teilen, warum 500 Millionen oder viel Geld für Raumfahrt ausgeben? Die Nutzung des Internets ist aus Verbrauchersicht ein Teil von Daseinsvorsorge. Wir hängen mit vielen Geschäften dran, mit vielen anderen Dingen dran. Und hier zu überlegen, was ist hier zu tun und wie kann man hier für mehr Datensicherheit sorgen, glaube ich, für ein schönes Projekt für Deutschland und Europa. Zum Thema Gesundheitsdaten. In der Tat, es ist nicht die elektronische Gesundheitskarte, die mir große Sorgen macht. Vielmehr sind es Entwicklungen, die man mit Ökonomisierung des Gesundheitswesens und des Krankenversicherungswesens beschreiben kann, dass hier sowohl im Bereich der gesetzlichen Krankenkassen als auch im Bereich der privaten Krankenversicherungen die spezifischen Kenntnisse über besondere Risiken von bestimmten Personen eben doch in einer Weise behandelt werden, die nicht im Interesse dieser Menschen ist, dass sie ausgesteuert werden aus Versicherungssystemen, dass sie da sozusagen außen vor stehen, wenn sie entsprechende große Risiken darstellen.
Da, denke ich, brauchen wir einen ganz klaren Schutz. Wir haben wissenschaftliche Entwicklungen, die im Zusammenhang stehen mit der Genomanalyse und mit Big Data, wo man sagen muss, das passt im Prinzip zusammen, dass hier prädiktive Erkenntnisse gesammelt werden, die bestimmte Möglichkeiten der Vorhersage von individuellen Krankheitswahrscheinlichkeiten erleichtern. Und genau darum geht es, dass man hier einen verstärkten Schutz einzieht, dass es nicht dazu kommt, dass es in 5 oder in 10 Jahren quasi einen Zwang gibt, sich einer Genomanalyse zu unterziehen, wenn man erkrankt ist, weil man ansonsten bestimmte Medikamente nicht mehr bekommt. Und zwar nur deshalb, weil dadurch die Wahrscheinlichkeit, dass bestimmte Therapieformen erfolgreich sind, erhoben werden soll. Also solche, das sind in der Tat wirklich Weiterungen, an die man vor langer Zeit nicht gedacht hat, die aber jetzt auf uns zukommen. Stichwort Big Data. Hier stellen wir ja fest, dass es ein großes kommerzielles Interesse gibt, die im Gesundheitswesen entstehenden Daten auch weiter zu verwerten. Denken Sie an die Daten in Apothekenrechenzentren, die dort über unsere Rezepte gesammelt werden und die in anonymisierter Form, wie dort gesagt wird, weitergegeben werden an internationale Gesundheitsdienstleister. Wenn man aber mal sehr genau hinschaut, dann fragt man sich, sind diese Daten wirklich anonym? Können sie nicht rückvollzogen werden? Und sie landen dann auf Servern in den USA ohne jeglichen Schutz, jedenfalls ohne jeglichen rechtlichen Schutz. Da muss man tatsächlich auch unsere Gesetze überprüfen und nachbessern. Herr Gabert. Ja, Herr Billen, Sie haben eben gesagt, dass Investitionen in den Datenschutz nötig seien. Vielleicht können Sie das nochmal präzisieren, wie Sie das meinen, auch mit Blick auf die Koalitionsverhandlungen. Meinen Sie damit, dass man eventuell auch Subventionen zahlen soll für die Förderung von Technik, für Beratung? Was meinen Sie da genau? Und Frage an Herrn Schaar, Sie haben gesagt, der Rat blockiert oder will die Reform verzögern des EU-Datenschutzrechts. Vielleicht können Sie noch mal darlegen, was Ihrer Meinung nach da die Interessen sind und präzisieren, welche Rolle die Bundesregierung dabei spielt. Ja, um auf die erste Frage einzugehen. Es geht darum, Entwicklungen zu untersuchen und zu forcieren, wie das, was wir vor 2 Jahren mal hatten, nämlich einen digitalen Radiergummi. Also wir verlangen ja auch, und das ist ja in der EU-Datenschutzgrundverordnung vorgesehen, ein Recht auf Vergessen, ein Recht auf Löschen. Aus Verbrauchersicht, wenn Sie in die meisten Computer der Verbraucher zu Hause reingucken, dann werden Sie feststellen, da ist eine Unmenge an Daten drin, da sind Cookies, wo die Verbraucher keine Zustimmung gegeben haben. Also die Frage, was ist verhaltensseitig, was ist Technik an Verbesserung von Datenschutz möglich? Ich fand ja interessant, dass beispielsweise einige deutsche Anbieter von E-Mail-Diensten einen Service anbieten, wo sie sagen, die E-Mails verbleiben auf Servern in Deutschland. Das ist eine höhere Rechtssicherheit. Das ist vielleicht ein Anfang, zu gucken, wie kann man auch über technische Lösungen, über Informationssysteme hier zu mehr Datenschutz beitragen. Stellen sich aber auch andere Fragen. Wie gehen wir denn aus Wettbewerbsgründen mit einer Situation um, wenn Google einen Marktanteil von 95% hat? Das ist ein Monopol. So, sollen wir das hinnehmen? Oder sollten wir, wie auch in anderen Wirtschaftszweigen, über die EU-Kommission mal überlegen, ob man hier den Markt anders organisieren muss? Monopole sind immer schlecht, auch für die Wirtschaft. Und von daher, glaube ich, ist es ein ganzes Bündel an Maßnahmen. Ich glaube jedenfalls, Europa hat keinen Grund zum Jammern und zu sagen, ist alles schrecklich, schrecklich, sondern es könnte anders mit dem Thema umgehen. Zur EU-Datenschutzverordnung. Ich habe mich sehr gefreut, als Frau Bundeskanzlerin Merkel gesagt hat, sie tritt für eine zügige Verabschiedung dieses Reformpakets ein. Aber ich höre dann zum Beispiel aus dem Bundesinnenministerium vom Bundesinnenminister, dass er sagt, da seien noch ganz, ganz viele Details offen, da braucht man noch viel Zeit. Und dann lese ich als Ergebnis des letzten Rats,
Ja, man wolle das zwar zügig verabschieden, und das wird dann aber eher so erklärt, eher 2015, das kann man dann ja mit anderen Aspekten des digitalen Binnenmarktes zusammenführen. Ich denke, wir haben da nicht allzu viel Zeit, aus den von mir genannten Gründen, aber auch, weil die Technologie weitergeht, weil dort Geschäftsmodelle entstehen, weil sie implementiert werden. Und in welchem Rahmen diese entstehen, das entscheidet sich jetzt und nicht erst in 2 Jahren. Und deshalb sage ich, wir müssen diese Chance nutzen, und die Bundesrepublik mit ihrer doch ganz beachtlichen Datenschutztradition sollte hier in der Lokomotive sitzen und entsprechend ein paar Kohlen noch rauflegen, damit der Zug schneller fährt und nicht im Bremsehäuschen. Herr Kollege. Herr Schaak, können Sie noch mal sagen, mit Blick auf die amerikanischen Abhöraktivitäten, welche Reaktionen der Bundesregierung Sie für richtig halten, und wenn Sie für das Aussetzen von Abkommen oder Verhandlungen plädieren, was Sie sich davon erwarten? Und eine zweite Frage, sollten die Amerikaner jetzt offiziell versichern, das Ausspähen befreundeter Nationen einzustellen? Haben Sie Vertrauen in diese Versicherung? Also ich denke, dass dieser ganze Komplex des Umgangs mit unseren Daten, die Frage der Spionage, auch der gegenseitigen Spionage, durchaus in einem inneren Zusammenhang stehen. Wenn wir zu einem Vertrauensverhältnis zurückkehren wollen, dann setzt das auch entsprechend ernsthaftes Bemühen von beiden Seiten voraus. Und dieses ernsthafte Bemühen wird nicht nur über Argumente, es wird auch nicht über Empörung erzeugt, sondern dadurch, dass man die Regelungen entsprechend auch verhandelt. Und dort, wo man verhandelt, sollten die entsprechenden eigenen Rechtspositionen Europas, dieser grundrechtsorientierte Datenschutzansatz, eine Rolle spielen. Wenn es zum Beispiel so ist, dass in den USA ausländische Grundrechtsträger, also wir, praktisch nicht annähernd so gut geschützt sind wie die amerikanischen Staatsbürger, dann kann das nicht die Basis sein der Datenverarbeitung in den USA. Und dementsprechend müssen diese Verhandlungen insofern das auch mit aufgreifen. Und bei Safe Harbor geht es genau um dieses, dass hier eine Fiktion eines angemessenen Datenschutzes in den USA von der Europäischen Kommission im Jahr 2000 festgestellt wurde. Seither sind aber die Sicherheitsgesetze in den USA so verändert worden, dass hier diese Angemessenheit des Datenschutzes eben nicht mehr gegeben ist, aus meiner Sicht. Insofern finde ich es nicht richtig, dass wir dieses vereinfachte Verfahren des Datentransfers in die USA einfach so fortsetzen, sondern das muss neu verhandelt werden. Und da gehört auch rein ein angemessener Schutz gegen staatliche und geheimdienstliche Zugriffe. Thema Freihandelsabkommen. Es kann nicht sein, dass, wenn hier so unterschiedliche Werte da sind und die USA sich weiterhin weigert, Europäern hier einen angemessenen Schutz, und zwar einen, der auch gerichtlich durchsetzbar ist, in den USA einzuräumen, dass man dann quasi von einer Gleichwertigkeit unserer Regelungssysteme ausgeht. Und schließlich SWIFT. Hier, denke ich, geht es ganz direkt um den Zugriff von amerikanischen Behörden auf europäische Daten, und zwar auf europäische Daten, die in Europa gespeichert sind. Das Europäische Parlament hat trotz Datenschutzkritik ja ein solches Abkommen gebilligt, hat aber jetzt, und das finde ich sehr richtig, gesagt, das muss ausgesetzt werden, nachdem es sehr ernstzunehmende Berichte darüber gibt, dass die amerikanische Seite sich nicht an diesen Rahmen hält. Und ich finde, genau so könnte dann auch durchaus in der US-Regierung ein Verständnis dafür wachsen, dass es auch im wohlverstandenen Eigeninteresse der USA ist, hier für verbesserte Garantien zu sorgen. Wie man das jetzt technisch macht, da gibt es einige Vorschläge, wie man völkerrechtliche Verträge auch entsprechend durchsetzen kann. Aber Europa sollte da nicht sich in die Rolle eines Bittstellers wieder hineinversetzen, sondern sollte versuchen, auf Augenhöhe zu kommen mit den Vereinigten Staaten. Und das, denke ich, würde dann von Washington auch sehr viel ernster genommen.